Willkommen zurück zu den Zwergen in Mittelerde und wir greifen gleich mal an. Ja. Das wird mit Sicherheit auch eine lustige Schlacht, denke ich mir. Los geht's. Ja, heute habe ich schon zwei Schlachten in großen Städten geführt. Noch mal was. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant und auch sehr cool gemacht. Mal schauen, wie jetzt Isengard ist. Schauen wir. Ich glaube, wir spielen ja die Belagerungsschlacht. Hoffe ich zumindest. Ja, wir spielen die Belagerungsschlacht und Positionierung starten. Auch sehr, sehr schön gemacht hier. Nett. Ja, hier ist das eine Tor und so weiter und so fort. Alles kaputt, alles Wüstenlandschaft sozusagen. Wobei die Stadt eigentlich gar nicht so toll zu verteidigen ist, muss man ganz ernsthaft sagen. Sobald man über die Mauern drüber ist, an irgendeiner Stelle hat man halt ziemlich verloren. Finde ich. Oder hat man zumindest ein ziemliches Problem. So. Hier haben wir die Einheit. Da haben wir die hier. Da haben wir die hier und da haben wir die. Die lasse ich nicht von so einem Truppen hier. Ah, es reicht, wenn ich die hier stehen habe und die dann später auch noch. Ich darf wirklich Isengard als erstes drauf schicken? Ich glaube nicht. So, also. So, ihr dürft dahin. Ihr dürft dahin und ihr dürft dahin. So, die restlichen Truppen können mal hier hinten zusammenrücken. Die Truppen da und die Katapulte kann ich da noch hinstellen. So, sehr schön. Wo stehen wir mit den ganzen Truppen eigentlich da hinten? Sinnfreie KI. Jetzt brauche ich mal Dings, wie heißt es hier? Jetzt brauche ich mal Ends. Das sieht jetzt halt episch aussehen, die ganze Stadt hier voll mit Urukai und so. So, dann die nächsten Truppen gleich vorschicken. So. Ja, hoch mit den Leitern, Jungs. Und dann können wir uns nämlich angreifen. Hier hinten stehen die Truppen von Isengard, die letzten. Sehr schön. Die Leitern sind jetzt in Platz. Die Walls sind kein Match für die Valor und Force unserer Arme. Schöner roter Himmel. Our men have reached the gate with a battering ram. Noch 1%, ja, das ist lustig, würde ich sagen. My lord, we have breached our enemy's walls. So. Haben sie schön modelliert.
jetzt kommen unsere Truppen durch die Bresche gestürmt. So. Sind die da gerade ineinander im Hochlaufen? Ja. Gut, dann können wir uns hier auch angreifen. Das haben sie hier auch cool gemacht, damit die da wirklich runterlaufen, das ist echt cool. Our siege towers have reached the walls. Now the butcher's work begins. So, mit denen rennen wir jetzt da lang. Jetzt will ich hier hochlaufen, nicht dass die Gegner auf irgendwelche bösen Gedanken kommen. Und noch weiter schießen wir die anscheinend. Ich will jetzt nicht sagen, dass einfach nicht drauf haben, aber irgendwie schon. So. Leute, Leute, Leute. Komm. Und komm, das kann man gerade vergessen, hier zu schießen. Aber wie gesagt, ich finde diese Urukai-Einheiten richtig geil, die sehen richtig lustig aus oder richtig gut aus immer. Vor allem diese Urukai-Infanterie. So. Ah, schaffen es die Herrschaften auch noch. Ach, da kommen auch nochmal ein paar. Hi. Welcome to the party. Ja gut, das kann man jetzt mal hier ein bisschen vorspulen. Dass sie das geschafft haben, die zu killen. Beachtlich. Wo ja diese Urukai-Soldaten eigentlich viel besser sein sollten als die Truppen, die wir hier haben, als diese Zwergenkrieger. Wobei die Urukai-Plünderer sind eigentlich ebenbürtig, mehr oder weniger. What the fuck? Was ist da gerade passiert? Sind die gerade alle gestorben, lol? Krass. Kommt da irgendwie nicht mehr weg. Das ist irgendwie anscheinend eine Mauer eingestürzt, wo gar keiner eingestürzt ist. Das ist ja auch kacke. So. Warten wir noch eben. So, die Einheiten machen jetzt wieder den Speerwall. Kann man jetzt vorrücken. Thank you.
Na komm, scheiß drauf, renn mal drauf. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Ein paar Dunländer sind auch noch hier. Die letzten Maden aus Isengard. So. Jetzt haben wir die dann auch. Sauron gibt's ja. Saruman gibt's ja schon nicht mehr. Wäre ich ja schon woanders gestorben, an Altersschwäche oder keine Ahnung. Ich glaube, wegen irgendwas ist ja ein südliches Tabat hier gefallen, glaube ich. So. Gebäude eingenommen. So, wen haben wir denn da noch übrig? Ein paar Gegner. Gegnerischer General, gegnerischer Heerführer ist gefallen, Oberhaupt Ufgatz das Namengesicht. Sehr schön. Wo sind die eigentlich? Warum stehen die da hinten? Ja. Naja, egal. Das finde ich immer so lustig, du verlierst und danach kriegst du sofort wieder. Was wohl jetzt passiert mit Isengard, wenn wir es erobern? Wird es dann irgendwie anders oder... Ups. Oder keine Ahnung, weil... Ich meine, es wird ja jetzt wieder gut, wachsen dann hier wieder Bäume und keine Ahnung. Gegnerischer Heerführer ist gefallen, Erbe Jagdtak, der Tapfere. Ich hab grad gedacht, einer unserer Generäle wäre noch gestorben. So, und der letzte Goblin fällt gerade. Jawohl. Hallo? Ah, da! Hi. Schlacht beenden. Hier kann man sich die Statistik anschauen. Ich mache das jetzt mal kurz so durch. Wenn das jemand haben möchte, kann man ja pausieren. So. 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3, 4, 5. Das passt soweit. Das habe ich jetzt einfach nur gemacht, damit die Leute in der Zeit, habt ihr dann eben Zeit, Leute, um euch das anzuschauen. Im Prinzip, also ihr könnt natürlich Pause drücken, logisch. Aber ich denke, 5 Sekunden, um auf die Pause zu haschen, ja einfach zu komisch. Ja, das reicht. So, Isengard gehört uns jetzt. Glory and honor. Dadurch haben wir jetzt schon die dritte böse Nation ausgelöscht. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall schnell eine Brauerei hier. Weil die sind extrem böse. Ja, das war schon mal nicht schlecht. Jetzt können wir uns auf den nächsten Angriff vorbereiten. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, woran es liegt denn hier. Kulturelle Unruhen. Ja gut, okay, das müssen wir jetzt dann nach und nach abschaffen. Wir fehlen uns zur Hauptstadt, logisch. Ja gut, okay. Ja, sehr schön. Dann geht's als nächstes nach...
Das ist eine gute Frage, wo gehen wir als nächstes hin? Ja, muss man gucken. Kaltöden brauchen wir jetzt gerade auch nichts mehr weiterbauen, da sind wir gerade schön dabei. Statt ein bisschen besser zu machen für uns. So, die Brauerei ist schon mal fertig gebaut, dann können wir jetzt die Kneipe bauen. Dann kann ich irgendwann mal anfangen und ja, jetzt demnächst eine zweite Armee ausbilden. So, ist ja schon. Gehen wir jetzt mal hier nach zum Erebor und bilden mal neue Truppen aus. Wenn wir können, können wir aber gerade nicht. Aber was wir können, ist hier in Danes Hallen Drachentöter der Eritmetrien zu rekrutieren. Und diese Axtkämpfer. Und hier auch die Axtkämpfer. So. Ja. Das passt soweit schon. Hier auch noch ein bisschen Eisengarde. Die hier. Und Katapulte brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr so mitnehmen. Vielleicht einen Katapult nehmen wir mit. Weil die haben jetzt ausgedient. Am Anfang waren sie relativ hilfreich. Jetzt bringt es das aber eigentlich nicht mehr so. Oha. Na gut. Kiplidum. Schon hier das Problem. Entfernung zur Hauptstadt. Ja, super. Ich überlege sowieso, ob ich jetzt vielleicht mal Khazad-dûm zu meiner neuen Hauptstadt machen soll. Ja, warum nicht? Komm. Was, es kostet 5000 Goldstück? Ja, nö. So. Ja, gut, dann passt es soweit. Nächste Runde. Sieht ganz gut aus, jetzt nach Ruhn, Mordor und Harad noch. Ich denke, ich werde an zwei Stellen anfangen gleich. Den Gegner anzugreifen. Und zwar einmal im Düsterwald und einmal hier oben, meine ich. Aber ich denke, das bringt's am meisten. Ja, ein Bordell, kein Bordell, eine Brauerei wäre vielleicht mal nicht schlecht. Mein Gott. So, und hier können wir auch mal noch eine Brauerei bauen. Ich wusste gar nicht, dass unsere Städte da unten oben so schlecht sind, was unsere Kultur angeht. Schon besser. Das ist auch sehr gut. Das passt auch soweit. Und das hier auch. Ja, dann können wir hier mal. Bauen wir hier eigentlich nichts. Vielleicht eine gute Frage, warum bauen wir hier oben nichts? Brauchen wir eigentlich auch gar nicht. Und wieder eine Runde. Kriegen wir jetzt eigentlich gerade Einheiten wieder oder ist das einfach nur bessere Rüstung oder sowas? Das muss ich gerade mal nachgucken auch. Ich glaube, es ist nur bessere Rüstung, naja, egal. So, also dann nehmen wir mal die Truppen mit, die wir noch gebrauchen können. Die hier, die hier, die hier, die hier. Die hier. Oh. Okay. Das bringt jetzt gerade relativ wenig. Na gut, dann müssen wir leider noch ein bisschen in der Stadt drinnen bleiben. Auch nicht schlimm.
braucht dann halt ein bisschen länger, aber können wir hier in Khazad-dûm noch ein paar Truppen rekrutieren wenigstens. So, das passt auch. Und da oben in Danes Hallen haben wir jetzt die zwei Einheiten Drachentöter der Erythmitrien fertig. Ah, da bauen wir noch Axtkämpfer. Heißt, danach können wir die auch losschicken nach zum Erebor. Ja, hi Leute, da bin ich wieder. Ja, das Spiel ist abgestürzt, gerade eben in der Rundenberechnung. Jetzt sind wir wieder dabei. Ja, gut, kann mal vorkommen. Hatte ich heute aber leider schon zweimal. Einmal hier in Fat Age und einmal hier mit den Zwergen und einmal mit Mordor schon. Mit Mordor bei einer Schlacht hier. Gerade mitten in der Rundenberechnung finde ich jetzt nicht so toll, muss ich sagen. Übrigens sieht es richtig dämlich aus, wenn hier die Zwergenflagge drin steckt. So, die Truppen können wir jetzt mal nach Erebor, zum Erebor schicken. Und mit der Einheit und mit den zwei Generälen machen wir jetzt mal. Nur mit einem General, das sollte reichen, ja, das sind nur Bogenschützen. Was? What the fuck? Na gut, ciao. Ich hab gerade gedacht, lol. Gut, das da oben passt soweit. Schade, dass meine Elite-Truppen so lange brauchen, um dass ich wieder welche rekrutieren kann. So, jetzt beenden wir die Runde noch. Und dann würde ich sagen, war das der Part, den ich mir gerade immer aufgefallen habe. Gleich mal geguckt, wie lang es ist. War irgendwie heute nicht so mein Tag, weiß auch nicht. Hab voll vergessen, gerade eben auf die Uhr zu gucken. Das sollte jetzt eigentlich soweit mal passen. Ja, ich hoffe, dass es euch trotz der kleinen Unterbrechung ganz gut gefallen hat. Oh, wir haben noch ein paar Sachen hier erst zu tun. Ja, das brauchen wir jetzt gerade nichts. Das hier auch nicht. Da brauchen wir auch nichts. Ja, da baut es bald noch was. Und Isengard können wir jetzt auch noch einen Minenkomplex bauen. Aus Khazad-dûm raus können wir die Truppen rausziehen. So gut, dann danke ich fürs Zuschauen und sehen uns dann im nächsten Part wieder. Jo. Danke, Leute. Ciao.